Und der Crossschlag von Hermann im Feld. 13:10 für Hamburg. Kuka mit der Angabe. Lalaroba bleibt da im Block hängen, 14:10. Und Lalaroba, ja, jetzt macht sie es besser. Zum 11:14. Marie Freck jetzt an der Angabe. Da kämpfen sie zwar um jeden Ball, aber der landet letztendlich immer aus. 11:15 und Ellen Hermann. Steht der Block der Schwerinerin gegen Sosa. 2:15. Adlerova mit der Angabe. Oh, da ist es ein Ass. 13:15. Und jetzt das Ganze nochmal. Da war der Schweriner Block dran. Tormann über den Hamburger Block. Und da war der Block dran von Hamburg. 14:15. Und Adlerova. Und Sosa mit dem Vorschlag ist aus. 15:15, der Ausgleich. Und wieder ist der Schweriner Block da. In Form von Sandra Gutsche. 16:15, technische Auszeit. Bei Führung für Schwerin. Wir schauen jetzt noch mal. Der Schweriner Trainer, der sagt, jetzt sage ich Ihnen, dass der Hamburger Trainer da sehr auf seine Mitspielerin Sosa einwirkt. Nicht zufrieden. Natürlich, sie konnte mit ihren Bällen nicht punkten. Hat viele Punkte gekostet. Und der Schweriner Trainer auch voll dabei und die Schweriner holt jetzt die Halle hier mit. Fordern die Halle nochmal auf, hier ein bisschen Stimmung zu machen. Und die Halle kommt dem nach. Das geht weiter beim Start von 16:15 und Aufschlag an Lerova. Und der Ball geht über den Block und über das Feld hinaus. 17:15 für den Sportclub aus Schwerin. An Lerova da war so erneut. Und jetzt wieder Sosa.
mit dem Cross-Schlag noch geholt. Ihn holen die Schwerinerinnen noch rein, können ihn dann aber nur noch überspielen, keine Gefahr mehr ausstrahlen. Und da kommt er, Anja Brandt, zu spät zum Block gegen Sosa. 17 zu 16. Imke Wedekind mit der Angabe. Und das war drüber gefasst, wie es aussieht von den Schwerinerinnen. Punkt für Hamburg, 17-17, Wedekind mit der erneuten Angabe. Da bleibt im Block-Hack, findet die Lücke, Block, auch wenn der Block noch dran war. Von da aus geht der Ball jetzt aus, 18 zu 17 für Schwerin. Anja Brandt mit der Angabe. Und Sosa gegen den Block, 18 zu 18. Wechsel nochmal auf Hamburger Seite, Koka geht raus, McNett verstärkt das Hamburger Spiel. Volker mit der Angabe. Und Sosa in den Block, von da aus ins Haus, 19 zu 18 für Hamburg. Gumulka erneut mit der Angabe. Nadlarova in den Block, 20 zu 18 für Hamburg. Und der Schweriner Fan-Block macht sich lautstark bemerkbar für die entscheidende Phase in diesem letzten Satz. Aber jetzt nochmal Auszeit genommen auf Schweriner Seite. Deshalb verteilt der Hamburger Trainer nun viel Lob an seine Mannschaft. Insbesondere an Ellen Herrmann. Anja Brandt bleibt in der draußen bei Schwerin. Und auch Thormann bleibt am Block hängen. 21-18. Thormann zeigt es an. Da war eine Hamburger Spielerin dran, der Punkt geht nach Schwerin. 19-21. Und die Halle versucht wieder mitzuhelfen. Patricia Thormann inzwischen bei der Angabe. Wenn es auf Hamburger Seite noch mal einen Wechsel gibt. Jolanda Kellner
kommt sicherlich für die nächsten Angaben auf. Und Sosa gegen den Schweriner Block und der Ball bleibt auf Schweriner Seite. 22:19 für Hamburg. Und jetzt wird es schwierig in diesem dritten Satz für Schwerin. Und auch der Block der Hamburger steht, 23:19. Sosa erneut bei der Angabe. Der Ball wieder im Block, diesmal kommt er aber rüber. Und Sosa schießt à la Robbe ab. Und damit Satzball für Hamburg. Thormann nochmal mit dem Schuss. Und den haben die Schwerinerinnen gut geholt. Aber da war wohl doch einer drüber. Punkt für Hamburg und damit Satzgewinn. Der dritte Satz geht also mit 25:19 an Aurubis Hamburg. Satz Nummer 3, Satz Nummer 4 natürlich, mit dem ersten Punkt für Ellen Herrmann. Der erste und zweite Satz ging jeweils mit 22:25 und 23:25 an den Schweriner SC. Und der dritte Satz mit 19:25 an Aurubis Hamburg. Nun geht es in die 2-1 durch Alarova. In dieser Generalprobe vor dem ersten Bundesligaspiel des Schweriner SCs gegen Aurubis Hamburg. Alarova kann sich diesen Ball wiederholen. Schlechtes Zuspiel, aber klasse gelöst von Patricia Thormann. 2-1. Nach Sätze 2-1 nach Punkten im vierten Satz. Alarova mit einer guten Angabe. Die Hamburger können ihn nur zurückgeben. Und wieder Alarova mit einem guten Schuss. Anja Brandt will den Ball rüberkicken, aber Wiedekind mit dem Block 2:2. Und da hat sie Glück, Sandra Gutscher, durch den Block durchgeschlagen. 3:2 für Schwerin. Anja Brandt. Und Koka, die kurze Variante auf Costa Caldara.